Tafadda. Muss man die Sunna-Gebete vor durch, muss man die gebetet haben, weil es gibt halt Meinungen, die sollte man unbedingt gemacht haben. Was meinst du mit Sunna-Gebet vor Dhuhr? Die Sunna vor dem Dhuhr? Ja. Was ist damit? Ob man es gebetet haben muss? Muss, weil ich habe eine Meinung gehört, dass man das unbedingt machen muss. Der Bruder sagt, die Sunna-Gebete, sind sie Pflicht? Ja, für was denkst du, warum sie Sunna-Gebet heißt? Und eine der großen Bedeutungen von Sunna ist, dass es was in der Fiqh-Regel als beliebt Mustahab gibt. Okay? Wer dir sagt, man muss das, Allahu Musta'an. Und das ist das, was ich immer sage. Man hört heute verschiedene komische Geschichten von Leuten, die gar kein Recht haben, über die Religion zu sprechen. Pflicht sind die fünf Gebete, nicht mal das Witr-Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals gelassen hat. Weder auf Reise, noch wo er anwesend zu Hause war. Dieses Witr-Gebet hat er niemals gelassen. Trotzdem ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass dieses Witr-Gebet was ist? Eine Sunna. Hat er aber die Sunna-Gebete im Allgemeinen gelassen? Auf Reise? Ja oder nein? Ja, natürlich. Von der Sunna ist es die Sunna, auf Reise nicht zu beten. Merkt ihr das? Von der Sunna ist es, auf der Reise nicht die Sunna zu beten. Außer das Vorfajr. Die Sunna, zwei Sunna, Vorfajr. Das hatte er auch sogar auf Reise gebetet. Alayhi salatu wassalam. Naam, mafhum. Aber das Urteil ist natürlich, das sind beliebte Gebete. Wenn man sie macht, wird man belohnt. Wenn man sie unterlässt, wird man nicht bestraft. Walhamdulillahi rabbil alamin.